Hallo Athleten, heute ist Zeit für den zweiten Adventure Run. Der erste Adventure Run fand ja ziemlich früh im Jahr statt. Durch Corona und alle Folgen haben wir eine ganze Weile gebraucht, um den zweiten zu starten. Heute ist es endlich soweit. Ich befinde mich hier gerade im wunderschönen Lüchen, am großen Lüchener See. Noch kann ich in Ruhe meinen Kaffee genießen. Die Sonne geht gerade auf und plane gerade den Weg nach Himmelpfort, denn das ist heute das Ziel, um einen tollen Wunschzettel an den Weihnachtsmann zu übergeben. Aber der Weg dorthin wird alles andere als leicht. So, die ersten Meter sind zurückgelegt. Wir haben Land unter den Füßen, auch wenn es noch etwas schlammig ist und morastig. Aber hier ist der Einstieg in oder der Zufluss zum See. Ein kleines sumpfiges Flussdelta. Ziemlich anstrengend. Bin schon nach den ersten paar Metern außer Atem. Das heißt, ich muss mir jetzt die Kräfte ein bisschen einteilen. Gerade in diesem schlammigen Knie- oder hüfttiefen Wasser. Nicht immer ganz einfach. Mittlerweile bin ich mitten im Sumpf. Und jetzt ist tatsächlich die Herausforderung, hier auch wieder rauszukommen. Scheiße! Kaum noch fester Boden. Hier komme ich nur auf allen Vieren raus. So, Sumpfgebiet. Der Fluss liegt jetzt hinter uns. Der Weg führt jetzt weiter durch Wald und über ein paar Wiesen. War doch nur ein kleiner See, der überwuchert ist. Ja, war ein kleiner feuchter Pool. Also weiter im Wald. Oh, hier sind ein paar Brombeeren. Eine willkommene Zwischenmahlzeit, ein kleiner Snack für den Läufer. Wichtig, nicht die Brombeeren unter Kniehöhe verzehren, da die ja tatsächlich vom Fuchsbandwurm befallen sein können. Aber nimmt man gern mit. Kleine Mahlzeit. Hier ist tatsächlich auch schwierig, die Orientierung zu behalten. Wieder mal abseits der Wege in einem undurchdringlichen Erlensumpf auf dem Weg zum Weihnachtsmann. Hier ist tatsächlich
Überall der See, aber alles Morast drumherum. Ein ganz kleiner See. Aber wir sind in die richtige Richtung. Wir müssen jetzt dann quasi noch halb um den See rum. Und dann folgen wir noch einem Flusslauf und dann sind wir bei Himmelpfort. Es war jetzt ein bisschen anderes Wetter, als man es mit dem Weihnachtsmann in Verbindung bringt. Aber irgendwie bin ich jetzt auch stolz. Es hat sich hinten raus ganz schön lang gezogen. War bei fast 35 Grad. Alles andere als ein Spaziergang. Ja, jetzt nur noch den Platz für den Wunschzettel suchen. So. Das Ziel ist endlich erreicht. Nach über 15 Kilometern quer durch die Uckermark, über Stock und Stein, durch Bach und Fluss. Endlich bei der Weihnachtspost angekommen, die ich hier natürlich schon vorbereitet habe. Und ja, damit sind die Geschenke für dieses Jahr für mich schon sicher. Viel Glück.